Ja, dann frage ich sicherheitshalber erstmal, ob eigentlich Touristen heute Abend anwesend sind. Ja, ein paar. Das wäre ein ganz guter Moment, jetzt mal aufs Klo zu gehen. Das ist da hinten. In Wirklichkeit heißt der Text nämlich, wer in Berlin wirklich nervt. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ah ja, Touristen in Berlin, das ist ja wirklich voll das Aufregerthema. Gut, dass da jetzt alle drüber diskutieren. Ich meine, selbstverständlich nerven die. Wie sie recht schaffen, übellaunige Berliner mit ihrer furchtbaren Lebensfreude provozieren. Wie sie durch die Straßen ziehen, sich betrinken und dabei offenkundig bester Laune sind. Sehen die denn nicht, dass es sich hier nun mal so gehört, durch die Straßen zu ziehen, sich zu betrinken und dabei möglichst schlechter Laune zu sein? Und dann, wie jung die oft sind, diese Touristen, und wie gut die aussehen. Ein Schlag ins Gesicht für jeden aufrechten Berliner. Und nur weil diese Touris permanent Alkohol in sich reinkippen, gibt es jetzt auch noch an jeder Ecke einen Spätkauf. Da sitzen sie dann davor oder ziehen saufend von Späti zu Späti und produzieren unentwegt Lärm. Und dazwischen kotzen und pinkeln sie in die Hauseingänge der Berliner. Man muss ja nun mal hingehen in die Touristenecken von Kreuzköln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte. Lärm, überall Lärm. Wo doch jeder weiß, dass der Berliner, der in Kreuzköln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte wohnt, vor allem deswegen dort wohnt, damit er seine Ruhe hat. Denn wozu ist der Berliner, der in Kreuzköln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte wohnt, schließlich überhaupt hierher gezogen? Damals aus Hildesheim oder Duttlingen oder jener Paradies oder Quakenbrück, damit er endlich seine Ruhe hat. Und weil diese ganzen besoffenen Touris, obwohl sie ja sowieso nachts nicht schlafen, sondern lärmen und somit die heilige Bettruhe des Berliners, der in Kreuzköln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte wohnt, stören, weil sie aber eben trotzdem alle irgendwelche Übernachtungsmöglichkeiten haben wollen, werden jetzt an allen Ecken und Enden Hostels und Ferienwohnungen geschaffen, mit Parkplätzen für ihre Bierbikes und vierspurigen Zufahrten für ihre Rollkoffer. Dann steigen die Mieten und überall ziehen nur noch Sushi-Bars ein. Und die Berliner, die bislang in Kreuzköln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte wohnen, können sich Kreuzköln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte nicht mehr leisten und müssen nach Marzahn, Hellersdorf, Weißensee oder Spandau ziehen. Übrig bleiben dann nur noch die neu zugezogenen Schnösel, also diejenigen, die aus Hildesheim oder Tuttlingen oder jener Paradies oder Quakenbrück hierher gezogen sind, in die schicken Szenebezirke, die sich die Mieten noch leisten können, die Sushi-Bars bevölkern und die ursprüngliche lebenden Berliner, also jene, die zuvor schon aus Hildesheim oder Tuttlingen oder jener Paradies oder Quakenbrück hergezogen sind, jetzt einfach verdrängen. Und was ist die Folge? Die Innenstadt wird veröden. Denn wenn jene Berliner, die zuvor in Kreuzköln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte gelebt haben, alle in Marzahn, Hellersdorf, Weißensee oder Spandau leben, dann werden Kreuzköln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte bald so ruhig sein, wie sie selbst es sich immer gewünscht haben, als sie noch in Kreuzköln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte lebten und sich immer so über die Touristen aufgeregt haben. Wie gut, dass ich im Wedding lebe. Wenn ich nachts über das Erbrochene in unserem Hauseingang steige, dann weiß ich wenigstens, dass das autochtone Kotze ist. Ehrlich ertrunken aus einem der 5 Spätkaufs in unserem Block, die niemals ein Tourist je betreten wird. Und ich kann mich daran erfreuen, dass kein Geschrei von irgendwelchen Spaniern an mein Ohr dringt, denn das Gegröle nachts auf der Seestraße ist noch authentisch selbstgemacht von echtem einheimischem Prekariat. Aber natürlich gehen sie mir auch auf die Nerven, die Touristen. Sie sind nämlich fast so unerträglich wie jene sich offenkundig aus geistiger Verwirrung links empfindenden Berliner in Kreuzköln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte, die sich jetzt allen Ernstes über Touristen beschweren, weil es einfach zu viele würden, weil sie sich schlecht benehmen und weil sie, die Original-Berliner, sich deshalb fremd im eigenen Kiez fühlen. Man muss in der Klage so eines linken Szene-Berliners nur das Wort Touristen gegen Türken austauschen. Schon hat man einen 1A-Originalton der Sarrazin-Fans und Heimatschutzaktivisten. Und fast so sehr auch nerven die Touristen wie jene Berliner, die vor sagen wir 20 Jahren aus Hildesheim oder Tuttlingen oder jener Paradies oder Quakenbrück hierher gezogen sind und dies gar nicht fassen können, dass die Kiez anschließend nicht einfach in Kunstharz gegossen worden ist, damit alles so bleibt, wie es genau zu dem Zeitpunkt war, als sie dort angekommen sind. Richtig schön war das damals nämlich vor sagen wir 20 Jahren, als sie die Gegend doch überhaupt erstmal wohnlich gemacht haben, nachdem die Leute, die zuvor da gelebt haben, endlich weg waren. Und fast so sehr schließlich nerven die Touristen wie jene Berliner, die jetzt neu nach Kreuzköln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte gezogen sind, in ihre energieeffizienten Townhouses mit den solarthermischen Grauwassernutzungen Anlagen, in ihre Turn-of-the-Century-Lofts, diese Wichser mit ihren Afterwork-Places, die wiederum annähernd so sehr nerven wie jene Arschloch-Berliner, die mit einer vollständig verfehlten Stadtentwicklungspolitik und ihrer Gier nach Spekulationsgewinn überhaupt erst dafür gesorgt haben, dass die Wichser mit ihren Townhouses, Turn-of-the-Century-Lofts und Afterwork-Places alles mit ihren Townhouses, Turn-of-the-Century-Lofts und Afterwork-Places vollmachen konnten. Man kann für Berlin also insgesamt präzise zusammenfassen, sie nerven einfach alle.
die lärmenden, saufenden und überall hinpinkelnden Touristen genauso wie die lärmenden, saufenden und überall hinpinkelnden Ureinwohner. Die Gentrifizierer ebenso wie die Gentrifizierungsgegner. Die Prekarianer genauso wie die Aufwertungsgewinnler. Die Neuzugezogenen genau wie die zuvor Zugezogenen und das Recht wie die schon davor Zugezogenen. Kurz gesagt, das Problem von Berlin sind die Menschen, die sich daran aufhalten. Nun könnte man natürlich fragen, was zum Teufel willst du denn hier? Die Antwort ist einfach, ich esse gerne Sushi. Und ich weiß es zu schätzen, jederzeit im Spätkauf ein Bier zu kriegen. Ich bin nämlich aus Westfalen zugezogen. Ich weiß, wie es ist, dort zu wohnen, wo es keine Sushi-Bars und keine Spätkaufs gibt. Und über die Landbevölkerung, da haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Schönen Dank.